Im heutigen StumbleGuys-Video holen wir uns zwei neue Shop-Angebote und erspielen uns die Schwerter. Denn nur mit diesen Schwertern können wir das Stratos-Rad drehen und da fehlen uns einige Skins. Bleibt bis zum Ende dran, die Skins waren sehr gut. Let's go. Da sind wir auch schon wieder zurück in StumbleGuys. Das allererste, was wir wieder machen werden, ist das kostenlose Glücksrad erstmal hier drehen, um zu gucken, ob wir heute vielleicht den Special Skin kriegen, Freunde. 500 Juwel! Also hätten wir 500 Juwel bekommen, dann wäre ich glücklich gewesen. Gebt euch mal diese krassen Angebote, die es heute im Spiel gibt. Was wir auf jeden Fall noch weiter drehen müssen, ist dieses Rad hier, das Stratos-Rad. Wir können das Rad ja nur drehen, wenn wir diese Schwerter bekommen. Und diese Schwerter, Freunde, die bekommt man ja nur, wenn man spielt. Also ist das gar nicht so einfach zu kriegen tatsächlich. Aber okay, Alter, diese Evelyn, die will auf jeden Fall hier gezogen werden. Das ist gar nicht so einfach zu kriegen. Man kann die Währung nicht kaufen. Schon wieder Evelyn. Man kann die halt nur erspielen. Aber nun gut, so ist es halt. Deswegen nutzen wir mal die Schwerter hier aus. Und wir kriegen nochmal Evelyn. Wenn wir jetzt nochmal Evelyn kriegen, dann liebt uns diese Frau vielleicht, Freunde. Mal gucken. Kriegen wir nochmal Evelyn vielleicht? Nee. Ja, okay, keine Evelyn. Wir kriegen Teela. Oh, die haben wir fast. Alter, Alter, die haben wir ja fast, Bro. Dann haben wir hier echt noch viele coole Sachen. Wir haben die Stumblebox natürlich wie immer noch drin. Das Retro-Rad ist noch dabei. Wir haben Ninja-Rad, ne? Goat-Rad haben wir auch noch am Start. Wir haben hier Mega-Angebot. Wir haben Crash-Test-Bündel. Neue Stumbler, also das ist hier dieser Sakura-Baum. Dann haben wir hier noch Orko-Angebot und He-Man-Angebot. Verschiedene Juwelenpakete, episches Bundle. Wir haben noch hier diesen Krampus-Skin, den wir ja auch, glaube ich, gar nicht haben. Und wir haben hier ein neues Event. Gray Skull Gauntlet. Hier bekommen wir zum Beispiel diese Schwerter. Und das Event werden wir auch gleich mal spielen. Dann haben wir noch The Night Shift. Hier ist auch nochmal ein Event mit den Schwertern. Und Triple Block Dash. Hier können wir auch nochmal die Schwerter kriegen. Bei dem Turnier ist es ja so, wir haben einen neuen Skin. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, den will ich auf jeden Fall erst spielen, diesen Polygon Guy. Der sieht mega, mega gut aus, finde ich. Ich überlege jetzt gerade, welchen Skin wir uns holen. Gebt euch mal hier diesen Crash Test Dummy Skin. Der sieht schon geil aus, ne? Ich glaube, den holen wir uns. Okay, Crash Test Dummy ist geholt. 2000 Juwelen und der Crash Test Dummy Skin mit einem Crash Test Emote. Den rüsten wir direkt mal aus und gehen in eine Runde rein. Wir gucken da mal noch, was wir noch holen werden nachher. Und ich würde sagen, wir rüsten nochmal neue Fußabdrücke aus. Okay, wir gehen ins Event rein und wir müssen gewinnen. Wir brauchen diese Schwerter, ganz wichtig. Und die allererste Runde ist Lavaland. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Und das ist der neue Crash-Test-Dummy-Skin. Und da muss ich sagen, Bro, der sieht richtig cool aus. Gebt euch mal. Ihr wisst ja, diese Crash-Test-Dummies, Freunde, die gibt es immer. Es gibt immer so Tests mit Autos, wie Unfälle und so, sage ich mal, stattfinden. Oder wie ein Unfall passieren kann oder wie sicher ist das Auto. Und dann benutzt man immer diese Crash-Test-Dummies und die sitzen da als Personenersatz drin. Also da sitzen natürlich keine echten Menschen drin, wenn man so einen Unfall simuliert, sondern diese Crash-Test-Dummies. Und natürlich sind die immer kaputt und das und das. Und die kosten auch richtig viel Geld, diese Dummies. Da habe ich mal so eine Dokumentation angeguckt. Und wenn ihr so einen Dummy in echt kaufen wollt, also da seid ihr schon mal ein paar Tauis weg. Das ist sehr, sehr teuer tatsächlich, diese Dummies. Aber unser sieht richtig cool aus. Er hat sogar hier, Freunde, Feuer gefangen. Er hat einfach so ein Loch im Kopf, so wie man sich den Crash-Test-Dummy vorstellt. Und die Variante ist ja legendär. Ich muss sagen, guter Skin. Sehr guter Skin. Und der ist gegen irgendwas mit dem Kopf reingeflogen. Also vielleicht hat er das Armaturenbrett vom Auto erwischt. Und deswegen hat er hier so einen Rahmen um den Kopf herum. Also am Hals, ihr seht es ja da. Und einfach ein dickes Loch im Kopf, der Arme. Also wenn das ein Mensch wäre, Freunde, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das wäre nicht gut geendet. Ey, aber hier müssen wir uns konzentrieren ein bisschen. Weil hier habe ich immer Probleme bei der Map. Vor allem, jetzt gleich am Ende, haben wir Probleme. Und die Leute wissen ja jetzt auch langsam, wie die Map funktioniert. Deswegen müssen wir uns übel gut anstellen. Aber, jawohl, wir sind richtig gut dabei. Jetzt einmal kurz den hohen Jump machen und zack, boom. Ey, wir sind Erster, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir Erster sind. Und hier habe ich am meisten Angst. Vor diesem Level hier. Weil hier sterben wir oft. Hier fliegen wir richtig oft raus.
Und zwar richtig dumm fliegen wir hier oft raus. So, zack, dass sie. Weg mit dir, Juge! Ich will hier gewinnen, Freunde. Es tut mir leid, ich musste den unboxen. Aber wir müssen weiterkommen mit unserem Crash-Test-Dummy. Wir bewerten den Skin natürlich dann auch. Oh, das sieht gut aus. Jetzt bloß nicht rausfliegen hier. Oh mein Gott! Und das ist der Crash-Test-Dummy. Gebt euch mal. Einfach Ehrenmann. Und wir sind im Ziel. Die erste Runde ist gut gelaufen. Beziehungsweise es war die zweite Runde Halbfinale. Das große Finale ist da. Und wir sind bei Bombardment. Passt ja perfekt zu unserem Skin. Uns kann nichts bombardieren, weil wir sind ein Crash-Test-Dummy. Und wir sind schon komplett kaputt. Die halten auch richtig viel aus, diese Teile. Aber die sind halt so konzipiert, dass sie dem Menschen ähneln. Also, wenn die sich was brechen, dann bricht sich auch ein Mensch bei dem Unfall zum Beispiel was. Also, die sind... Und deswegen sind die auch so teuer, Leute, weil die so menschengetreu sind. Ich weiß auch nicht, ob die Organe von den Menschen hier drinnen dann auch so, ja, simulieren. Ob da auch Organe drin sind, das weiß ich nicht. Oder ob das wirklich nur um Brüche und so geht. Aber wir sind jetzt hier im Finale. Der Skin gefällt mir richtig gut. Geiler Skin. Selten einen so coolen, legendären Skin gesehen. Und der Skin bekommt von uns eine 9,8. Ich mag diesen Skin sehr. Sehr, sehr cool hier. Und wir sind gerade fast rausgeflogen. Wir müssen hier gewinnen. Das ist wichtig. Alter, dieser Baby, dieses Baby ist riesig. Guck mal, ey, jawohl, der ist raus. Jetzt geben wir dir nochmal einen Punch mit. Das Baby muss rausfliegen. Oh, 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 oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Baby weg. Nur noch ein Pinguin. Ja, Leute. Wir müssen boxen, es tut mir leid. Aber ihr wisst doch, wie Stumblegeist... Das ist einfach unfair. Das... Weiß, sowas ist unfair. Sowas ist unfair. Aber nun gut, wir sind Zweite geworden. Wir haben aber jetzt auch ein paar von diesen Schwertern bekommen. Mal gucken, wie viele wir bekommen haben. Schauen wir mal rein. Wir müssen wieder da hingehen. Belohnung abholen. 30 Schwerter. 35 Schwerter. Okay, wir können nochmal das Glücksrad drehen. Einmal... Einmal können wir es drehen. Und das war's dann auch schon. Ein einziges Mal. Und wir bekommen... Komm, gib uns die Frau. Ah, den haben wir halt wenig, Bro. Da haben wir erst 12 Splitter von dem Skin. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Skin rüber. Und zwar zum Sakura-Skin. Der sieht meiner Meinung nach auch knorke aus. Sehr, sehr cool sieht er aus. Und hier haben wir die gute Sakura. 3000 Juwelen. Rose Petals als Fußabdrücke. Und die testen wir jetzt auch mal. So, die war legendär. Das ist so ein Sakura-Baum. So ein Kirschbaum. Okay, gefällt mir gut. Und die Fußabdrücke. Ah, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, die war nicht legendär, ne? Ne, hier. Aber das ist ein Sakura-Baum. Sakura-Baum sind doch Kirschbäume. Warum sind dann Rosen? Ja, Sakura ist ein Kirschblütenbaum. Ich verstehe nicht, warum wir da Rosen dazu kriegen. Aber nun gut, wir gehen ins nächste Event und ich würde sagen, The Night Shift. Wenn du genau wie unser Mottenmann bist, wirst du diese Nachtkarten lieben. Ah, ich verstehe. Hier sind nur Karten dabei, die dunkel sind. Okay, dann gehen wir mal rein da mit unserem Sakura-Skin. Oh, stimmt ja, Cannonball Chaos spielt in der Dunkelheit. True Story. Guck mal, die anderen Bäume sind auch da. Ey, Yugi, das sind meine Cousins. Cousins. Aber wir sind ein Sakura-Baum. Wir sehen auch ein bisschen cooler aus. Das sind so normale Bäume. Wir sehen richtig nice aus. Und wir sind nicht so groß. Das finde ich auch gut, dass wir nicht zu groß sind. Weil ich finde, wenn ein Skin zu groß ist, dann sieht man halt auch schlechter auf der Map. Ich sage euch ehrlich. Und diese Baumskins, diese normalen, sind mir auch einfach echt viel zu groß tatsächlich. Und wir sind auch schon gleich im Ziel. Jawohl. Wir sind sogar Erster im Ziel. Guck mal. Ey, richtig gut durchgekommen. Ey, der, guck mal. Junge, weg mit dir. Ich bin hier der Baum. Ich bin hier der Baum. So ein Ding ist das. Also wir sehen schon cooler aus als der Baum hier, Leute. Muss ich an der Stelle sagen. Wir sehen viel cooler aus. Oh, die nächste Map ist... Die nächste Map ist Pac-Man Power. Okay. Das ist so eine Map, Leute. Ich weiß nicht, ob ich da so gut bin. Stufe 1. Stand das davor auch dran? Nee, ne? Das stand nicht immer dran, diese Stufe 1, glaube ich. Das war davor nicht so. Schnell, schnell, schnell. Sind wir Erster? Ne, wir sind Dritter. Was? Wir sind Dritter? Okay, wir müssen uns beeilen. Boah, da ist so ein Gold. Das ist so ein großer. Jawoll! Let's go! Da hat aber auch einer so ein Pac-Man-Ding. Kann ich jetzt die anderen aufessen? Ich weiß gar nicht mehr, was das macht, Freunde. Ich habe so lange die Pac-Man-Map nicht mehr gespielt.
Aber wir sind gerade Dritter. Nein! Oh, ich wäre fast aufgegessen worden. So, jetzt mal. Nein! Oh, die hat mich fast erwischt, die Geister. Stufe 3. So. Wo lang jetzt, hä? Ah, da lang. Da sind viele. Guck mal, hier sind ganz viele von den Teilen. Jawohl. Welcher Platz? Oh, wir sind Erster. Bro. Jawohl. So sieht's aus, Freunde. Mit unserem Sakura-Baum. Was denn jetzt passiert? Oh, das ist ja Erdbeere. Ich glaube, die bringen richtig viel, ne? Warte. Hä? Hab ich sie bekommen? Ich glaube, ich habe die Erdbeere bekommen, oder? Leute. Ich glaube... Ja, ich habe übel viel Punkte. Aber easy peasy. Wir haben 440 Punkte. So, einmal hier drauf. Da drauf. Es gibt... Ich bin Zweiter! Ich will Erster werden, hallo. Bro, wir müssen Erster werden. Na, da hinten sind noch welche. Ah, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Nein, der Baum holt alles. Da, ah, da ist... Oh, okay. Leute, ich will Erster werden. Ganz wichtiges Ding. Okay, schnell dahin. Ey. Warum kriege ich den nicht? Junge, nerv nicht. Was will der? Gibt es wieder so eine Kirsche oder so? Okay, es gibt gerade 3 von diesen Riesenkugeln. Sieht man ja da links. Aber wo sind die? Da hinten! Da hinten ist die Riesenkugel. Da gehen wir jetzt hin. Ey, dieser Baum regt mich richtig auf, ne? Hier ist die Riesenkugel. Jawohl! Let's go, Freunde. Das Gute ist bei der Map, wir können richtig lang unseren neuen Skin anschauen. Und gut bewerten. Also, ich weiß nicht, wie ihr den Skin findet, aber ich glaube, den Skin findet ihr auch ganz gut. Jetzt hier lang. Yep. Nein, oh, das war dumm. Ja, aber nicht so schlimm. Wir haben 700 Punkte und noch 15 Sekunden, Bro. Let's go. Stufe. Was ist das? Stufe 4? Ah, okay. Okay, okay, Stufe 4. Da gibt es keine großen jetzt, oder was? Jawohl, qualifiziert. So sieht's aus, Freunde. Wir sind in the final game. Wir sind in the final game. Oh, 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 oh. Space Drop. Okay, Space Drop ist okay. Space Drop ist okay. Dürfen nur keinen blöden Fehler machen. Zum Beispiel wie jetzt. Ja, das kann natürlich auch jedem passieren hier. Das war jetzt echt ein bisschen dumm, was wir hier am Anfang gemacht haben. Oh, das war stark. Das war richtig gut. Achso, wir kommen zur Bewertung vom Skin. Ey, ich muss sagen, Skin, nice. Ist cool, wirklich cool. Aber da finde ich den Crash-Test-Dummy ein bisschen besser. Nur ein bisschen aber. Dieser Sakura-Skin bekommt von uns eine 9,5. Mega nicer Skin, wirklich. Also viele Details sind dabei. Das Einzige, was halt immer so ein bisschen komisch aussieht bei Stumblegeist, sind halt die Haare und so. Oder hier jetzt zum Beispiel die ganzen Blätter sehen da ein bisschen komisch aus auf dem Kopf so. Also der Kopf von dieser Sakura sieht ein bisschen komisch aus. Aber sonst muss ich sagen, sehr geiler Skin. Mir gefallen halt die Farben und so. Die Farben sind mega gut gelungen. Ich glaube, wir gewinnen das Game. Leute... Wir müssen gewinnen. Wir haben letzte Runde einfach verloren. Da hatten wir aber auch ein bisschen Pech. Bisschen Pech, muss ich sagen. Ich gehe kein Risiko ein. Ich mache auf Nummer safe. Ich mache auf Nummer safe, obwohl das kein Wort ist. So, jetzt hier drauf. Wo können wir jetzt hin? Oh, es hat gar nichts gebracht, tatsächlich. Junge, ich habe die größten Pros in der Lobby. Was ist das, Freunde? Oh, nice. Das ist gut. Aber nochmal hier was ganz Hohes bekommen. Ey, das sind richtige Pros, ne? Ich muss die ganzen Bounce Pads unten weghauen. Damit die da nicht mal hingehen können, warte. Hier, ja. Die müssen wir weghauen. Warte mal. Und nochmal. So. Oh, nee, 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 nee. Die müssen weg. Oder ich warte noch. Junge, dieser Baum! Das wird eine ganz enge Runde. Das sind Profis. Das sind richtige Profis hier gerade am Werk. Ich merke schon, die haben es drauf. Ich glaube, wenn wir jetzt hier ein bisschen weitermachen,
Dann war ich, glaube ich, noch nie so lang bei Space Drop. So, Leute, wir benutzen jetzt hier das hier. Und springen jetzt langsam darüber. Ich brauche jetzt eine Taktik. Alter, was sind das für Pros? Pros, Pros, Pros. Richtige Pros. Wir müssen gewinnen, Leute. Ihr müsst an Sakura glauben. Boah, ich weiß nicht, ob ich den Sprung jetzt schaffe da hinten. Doch, 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 den schaffe ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, den haben wir geschafft. Oh mein Gott. Okay. Hier drauf. Ja, wir müssen so lange wie möglich halt überleben. Jawohl! Bam, 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 bam. Wichtiger Sieg mit dem Sakura-Skin. Let's go. Alter, alter, alter. Ich dachte schon, dass wir verlieren, Mann. Aber nein, 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 nein. Nix so, Macken. So. Da ist auf jeden Fall der Sieg. Und jetzt können wir richtig dick absahen. 30. Nochmal 35. Und 40. Jetzt können wir auch nochmal ein paar Mal das Glücksrad drehen. Und zwar wie oft? Nicht mal zweimal. Einmal. Uns fehlen 5 Schwerter, um das nächste Glücksrad zu drehen. Leute, wir haben jetzt die 2 Shop-Angebote heute gekauft. Im nächsten Video werden wir höchstwahrscheinlich die anderen Shop-Angebote kaufen. Und zwar die da, hier. Die 2 werden wir als nächstes kaufen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sind schon ein bisschen weiter gekommen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao, ciao.